Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Bauwerk Parkett, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Aus 36 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2021 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen, in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Die Oberrieter Janssen AG entwickelt, produziert und verkauft Stahl- und Kunststoffelemente für die Baubranche und Industrie. Eines ihrer neuesten Produkte ist ein CO2-Erdwärmesystem. Salopp gesagt, ist es eine Art Hightech-Bodenheizung für Strassen und Nutzflächen. Die Verantwortlichen haben aber nicht gewusst, ob es für ihre innovative Idee überhaupt Interessenten gibt. Das hat das Praxisprojektteam der Ostschweizer Fachhochschule Ost herausfinden. Daraus haben wir ein Marktforschungsprojekt gemacht und haben versucht herauszufinden, in welchem Marktsegment sich das System lohnen könnte und in welchem Kundensegment sie konkret eintreten sollten. Also der Auftrag, den wir den Studierenden gegeben haben, ist eigentlich das, dass wir gesagt haben, wir möchten eine tiefergehende Marktanalyse haben. Und tiefergehend heisst da natürlich, dass wir Details kriegen über Kundschaft, die wir bedienen können, andererseits welche Märkte und wie der ganze Prozess vom Verkauf und vom Marketing auslösen muss. Die Studierenden müssen für ein bestehendes Produkt die passende Kundschaft identifizieren. Zuallererst ist es einmal darum gegangen, um die richtigen Ansprechpersonen herauszufinden. Die grösste Herausforderung war, von den ausgewählten Kundensegmenten, die wir eruiert haben, Entscheidungsträger zu finden, die bereit waren, mit uns Interviews durchzuführen, weil da ist sehr schwierig, teils die können zu ansprechen, überhaupt an die telefonisch oder auch per E-Mail Kontakt aufzunehmen und dann schlussendlich mit ihnen ein Interview durchzuführen. Das Praxisprojektteam hat für das neue CO2-Erdwärmesystem in einer ersten Phase über 50 Anwendungsmöglichkeiten ausgemacht. Die sind dann mit Hilfe von verschiedenen Auswahlkriterien wie einer Machbarkeitsstudie und einer Wert- und Wachstumshypothese zu detaillierten Empfehlungen für den Kunden verdichtet worden. Wir haben daraus ein Geschäftsmodell auch entwickelt und haben ihnen konkrete Marktdrittsempfehlungen formuliert. Da werden beispielsweise Retail- oder Logistikzentren, die grosse Plätze haben, wo man von Schnee und Eis freihalten kann, um den ganzen Prozess der Schneefreihaltung zu vereinfachen. Die Studierenden empfehlen der Janssen AG in 2 Kundensegmenten den Markteintritt. Ihre Konzepte sind so detailliert, dass sie den Kunden direkt umsetzen können. Also das heisst beispielsweise, wir wissen, zu wem das wir gehen müssen, zum System installieren. Wir wissen, wer die Planung macht. Wir wissen eigentlich die ganze Verkettung vom Prozess her, vom Produkt bis zum Verkauf. Das Praxisprojektteam hat eine solide Arbeit abgeliefert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch formell, sagt ihren Projektcoach von der Ostschweizer Fachhochschule Ost. Erstens ist es sehr, sehr gut rein von der Methodik her. Es ist sehr gut von der Inhalt her, die Entscheidungsträger, die sie können, überhaupt erreichen können. Und drittens, es ist so dargestellt, dass wenn man es der Urgroßmutter gibt zum Lesen, dann weiß sie, wie man Geld verdienen kann. Das Praxisprojektteam ist für den WTT Young Leader Award in der Kategorie Marktforschung nominiert. Sie hätten den Sieg verdient, sagt der studentische Projektleiter. Wir haben in einem sehr umfangreichen Praxisprojekt konkrete Ergebnisse erzielt, wo der Firma Janssen einen grossen Mehrwert bringt und sind der Meinung, dass wir das beste Praxisprojekt im 2021 gemacht haben. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2021? Die Preisverleihung findet am Montag, 27. September in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt. Mit der Zusammenfassung am Dienstag, 28. September auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, Scandola und Gallus Media.